Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Alice. Jawohl. Ich möchte gar nicht weiterspielen. Ich finde die Musik im Intro so toll. Und es tut mir leid, falls ihr am Rand des Bildes ein paar kleine Balken seht. Aber leider muss ich mit Camtasia aufnehmen. Und das ist ein bisschen doof, weil ich muss jetzt im Fensterbild, also im Fenstermodus spielen und Camtasia lässt sich, während das Spiel schon läuft, nicht konfigurieren. Das heißt, ich muss immer nach Augenmaß. Deswegen habt ihr jetzt rechts so einen kleinen blauen Balken und wahrscheinlich drumherum auch noch. Es tut mir leid, aber da müssen wir jetzt durch. So, ich wollte ins Inventory. Da war ich schon richtig. Inventar. Wieso ist denn das leer? Ah, Seite, schlag mich tot. Hallo? Wo komme ich denn da hin? 3, 2, da haben wir es. Boah, so viele Inventarplätze gibt es. Das wird aber interessant. Naja, gut, gucken wir mal. Wir brauchen einen Kreuz, ne, einen Schlitzschraubenzieher. Also nehmen wir den auseinander. Ich muss mal eben den Sound nochmal ein kleines bisschen. Das ist schon sehr laut. Das reicht, glaube ich, auch so. Das ist der Vorteil, wenn man mit Camtasia aufnimmt. Da kann man nebenbei den ganzen Scheiß noch ändern. So, wir haben einen Schraubenzieher leer erhalten. Kreuzklinge erhalten. So, wir wollten. Wir wollen. Achso, muss ich noch bestätigen. Wir brauchen die Schlitzklinge anlegen. Kombinieren. Nein. Schraubenzieher leer kombinieren. Das ist ein bisschen kompliziert, finde ich. Der Schraubenzieher besitzt eine abnehmbare Klinge. Im Moment ist eine Schlitzklinge befestigt. Okay, gut. Ja, dann können wir hier wieder raus. Dann können wir die Uhr auseinandernehmen. Gut, da haben wir die Zeiger jetzt geklaut. Uhrzeiger erhalten. Und wir hatten ja eine Uhr, an der die Zeiger fehlen. Aber wir gehen erstmal weg. Uah, eine Fledermaus. Diesmal hast du mich nicht zu Tode erschreckt. Guckt sie denn da so? Untersuchen. In der Fensterscheibe ist ein großes Loch. Ja, wie kommt das denn dahin? Drücken, ziehen. Kann ich? Nein. Die sagt überall das Gleiche. Wie gruselig. Eine Büste. Dafür ist die Büste zu schwer. Ach so, ja. Ich wollte sie auch erstmal untersuchen. Eine Büste aus Silber. Auf dem Schild am Sockel steht die Buzzy. Ein frisch gemachtes Bett. Hier liegen irgendwelche Bücher. Eine Gedichtsammlung liegt auf dem Tisch. Jemand hat ein paar Gedichte auf ein Stück Papier übertragen. Das ist nicht möglich. Okay. Ich brauche ja noch was von. Auf dem Tisch wurde ein Groschen mit Klebstoff befestigt. Er ist zu fest, um den Groschen abzulösen. Mit Klebstoff befestigt. Ein einfacher Holzschrank. Können wir den öffnen? Natürlich, können wir da reingucken. Im Schrank befinden sich unzählige Hemden und Pullover. Ich brauche ja noch irgendwas von. Wir hatten ja an der einen Tür stand ja irgendwie J.S. Bach. Die Tür ist verschlossen. Unter dem Schloss wurde eine Rose eingraviert. Hoi, hoi. Die Tür ist verschlossen. Da ist nichts eingraviert? Okay. Ich glaube, da war ich jetzt überall schon, ne? Kann ich hier lang? Nein. Gut, dann gucken wir mal hier. Ich weiß nicht mehr, wo der Raum mit den Uhrzeigern jetzt war. Ein Spiegel, kann ich mich hier gucken? Ein großer Spiegel. Schön. Ich glaube, das war direkt hier einer. Einer der ersten. Ja, hier. Untersuchen. Steht eine Uhr. Die Zeiger wurden abmontiert. Von der Uhr befindet sich ein kleiner Schalter. Okay. Dann benutzen wir die Uhr. Das ist nicht möglich. Nee, das ist auch nicht möglich. Ich muss hier hin. Und die Uhrzeiger. Und die kann ich benutzen. Die Zeiger wurden eingesetzt. Und jetzt? Untersuchen. Auf dem kleinen Schrank steht eine Uhr. Die Zeiger wurden wieder angebracht. Vor der Uhr befindet sich ein kleiner Schalter. Kann ich den Schalter benutzen? Das ist nicht möglich. Ja, aber. Ist das vielleicht drücken, ziehen? Oh. Drücken bezieht sich auch auf Schalter drücken. Also, ich würde ja eher den Schalter benutzen. Also, das finde ich dann. Ich meine, ich könnte es nicht besser, aber was sowas angeht, da hätte man dann vielleicht die Möglichkeit einbauen können, dass beides funktioniert. Weil ich finde, einen Schalter benutzen und einen Schalter drücken. Wow.
Du bist creepy. Ich möchte sie mir angucken. Eine Büste aus Bronze. Auf dem Schild am Sockel steht Beethoven. Aha, es gibt wahrscheinlich noch eine aus Gold. Ein Regal. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Bronze, Beethoven. Was war das andere? Silber. Die Buggy. Die Bussi. Ich bin ja dann... Ich muss mich ja jetzt mal als poetischer Banause... mir sagt der Name überhaupt nichts. Ich bin halt nicht so gebildet. Ich spiele halt Videospiele und so. Tja. Nun stehen wir hier. Unter dem Schloss wurde eine Tulpe eingraviert. Tja. Hier ist es zu dunkel. Aber das ist mit Sicherheit die goldene. Das ist ja... Auf der Kiste steht eine große Kerze. Ja, kann ich die Zigarette mitnehmen? Aschenbecher und mehrere Bilderrahmen, bla bla bla. Aber ich kann... ich brauche irgendwoher Feuer. Ich meine, ich würde jetzt einfach eine Kerze hier nehmen. Wenn ich sie wäre. Ist da noch irgendwas drin? Auf dem Schrank steht eine Uhr, die Zeiger entfernt wurden. Okay, kann ich hier das Piano, ein Klavier. So verstaubt wie die Tasten sind, wird es anscheinend nur selten benutzt. Ich wette, das spielt nachher noch ein Klavier. So verstaubt wie die Tasten sind, bla bla. Ein Holzstuhl mit rotem Bezug. Anscheinend für Gäste, wenn auf dem Klavier gespielt wird. Okay, das hatten wir auch schon. Tja, ha. Den Holzschrank hier habe ich noch nicht gehabt, glaube ich. Öffnen. Untersuchen. Im Schrank befinden sich hauptsächlich leere Kartons. Das ist ja praktisch. Ah, da ist auch noch... Ach ja, die war verschlossen. Die war auch verschlossen. So ganz so viele Möglichkeiten habe ich ja jetzt hier nicht. Auf dem Schild am Sockel steht die... Ja. Kann ich denn hier ein Gedicht sammeln? Liegt auf dem Tisch. Ne. Kann ich aber nicht weiter drücken ziehen. Dafür ist der Tisch zu schwer. Kann ich das irgendwie öffnen? Das ist nicht möglich. Den Tisch? Nein. Okay. Kann ich das Fenster nochmal irgendwie... Fensterscheibe ist ein großes Loch. Kann ich hier die Fenster angucken? Nein. Hier liegt was? Ein kleiner Holzschrank. Puh, öffnen wir denn mal. Im Schrank liegen ein paar Bücher. Ja gut, aber anscheinend nichts, was für Emily von Interesse wäre. Also der Raum hier ist interessant, aber wir brauchen Licht. Es werde Licht. Ein einfacher Holzschrank. Puh, ich öffne die jetzt einfach mal alle. Im Schrank befinden sich schon ziemlich vergilbte Bücher. Ja, aber ist da nichts von Interesse dabei? Also ich meine... So, hier ist ja auch. Da liegt ja was auf dem Schrank. Auf dem Tisch liegt eine alte Zeitung. Das ist nicht möglich. Kann ich die Zeitung öffnen? Das ist nicht möglich. Ah, ha, 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 Menno. Hier will sie ja nicht wieder zurück. Was war hier? Das ist der. Was war unten? Da links ist noch eine Tür. Habe ich gar nicht gesehen. Untersuchen. Im Kasten liegt ein Ritterhelm. Okay, und das war? Befinden sich vergilbte Urkunden. Okay. Uninteressant. Aber warte mal. Geht man hier wieder? Kann man hier wieder zurück? Nein, hinter der Tür lautet das Monster. Und ich sag immer noch, das ist Quatsch, weil da war ja dieser Gang. Aber hier ist noch eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Scheiße! Scheiße! Was machen wir denn da? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Auf dem Bild ist ein düsterer Turm zu sehen. Toll. Ah, hier ist noch eine Tür. Nicht gesehen vorher. Interessant. Was haben wir denn da? Auf dem Tisch liegt ein Zettel. Dort steht: Oh, wie höre ich sie doch gerne. Deswegen habe ich meine drei Lieblingskomponisten dazu auserwählt, mein Türschloss zu bewachen. Den Anfang macht mein größter Liebling, versteht sich. Gefolgt von einem Zweitbesten und dem Drittbesten. Selbst Eberhard wird dieses Schloss nicht knacken können. Die Notiz wurde ins Notizbuch eingetragen. Ja, das heißt, ich muss die in der richtigen Reihenfolge anklicken oder was? Keine Ahnung, aber ich kann sie ja nicht. Ein kleiner Tisch, auf dem eine Blumenvase steht. Kann ich den benutzen oder so? Nee, kann ich den drücken? Dafür gibt es keinen Grund. Doch. Ich bin mir sicher, dafür gibt es einen Grund. Das ist nicht möglich. Okay, haben wir hier irgendwas? Auch nicht. Untersuchen.
Ein großer Schrank, in dem sich Geschirr befindet. Hoch! Zündhölzer erhalten. Juhu! Okay, wir können Feuer machen. Gut. Ja, das ist dann Bronze, Silber und Gold wahrscheinlich. So, das war hier. Dann machen wir mal 5. Die Zündhölzer. Kann ich dann jetzt die Kerze mit benutzen, ne? So, und da haben wir eine goldene Büste. Das ist nicht möglich, aber untersuchen ist möglich. Eine Büste aus Gold. Auf dem Schild am Sockel steht Tschaikowski. Das ist ja toll. Ich habe jetzt mit Bach gerechnet. Muss ich sagen. Ja. Aber... wen hatten wir? Beethoven war Bronze, Debussy war Silber und Charles Dingsbums war, ne? Wo war das Schloss mit der... mit den drei Zahlen? Eine Rose eingraviert, nein. Wo ist das Schloss mit den drei, vielleicht kommen da gar keine Zahlen rein, sondern Buchstaben. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, hier in der Mitte das. Ist das das? Die Tür ist verschlossen und in dem Schloss sind drei bewegliche Tafeln. Gucken wir mal. W.A. Mozart. Okay. Dann haben wir den... Ach so. Ah, ja, okay, alles klar. Ja, 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 ja. Okay. So, ich habe das am Anfang nicht... Silber war das, genau. Und hier war Beethoven. Haha! Funktioniert. Alice! Oder? Vor der weit geöffneten Tür zum Balkon saß eine schon etwas ältere Frau und starrte gedankenverloren nach draußen. Das musste Alice' Mutter sein. Frau Thalberg, Sie müssen mir helfen. Da ist ein Monster. Oh. Das ist schön, dass du mich besuchen kommst. Aber verstehen Sie denn nicht? Da unten im Saal ist dieses Ding und es hat versucht, mich anzugreifen. Soll ich dir wieder etwas aus dem Lieblingsbuch vorlesen, Maria? Was? Na, Alice im Wunderland. Du musst es nur holen. Ich hab's gerade nicht bei mir. Toll. Die ist ein bisschen tattrig, die Alte. Erst jetzt erinnerte ich mich daran, dass Alice uns mal erzählt hatte, dass ihre Mutter krank war. So sehr ich auch versuchte, ihr alles zu erklären, sie zeigte keine Reaktion. Sie würde mir nicht helfen können. Und dann, als ich mich niedergeschlagen wegdrehte, sah ich es. Es war mir vorher nie aufgefallen. Da draußen war nichts als Schwärze. Selbst wenn es schon Nacht gewesen wäre, hätte man zumindest ein paar Sterne gesehen. Oder Wolken, die von den Lichtern der Stadt erleuchtet werden. Oder die Umrisse der Bäume vom kleinen Wald vor dem Haus. Aber da war nichts. Gar nichts. Es war so, als würde das Haus ganz allein in einem unendlichen Meer aus absoluter Schwärze schwimmen. Also die Stimmung ist geil und ich mag diesen Erzählstil. Ich gehe hier auch gerade völlig auf beim Vorlesen. Vielleicht sollte ich mal Hörbücher vertonen oder so. Sowas mache ich ja immer ganz gerne, wenn die Texte auch ordentlich geschrieben sind. Auf dem kleinen Tisch steht eine Lampe. Kann ich die benutzen? Das ist nicht möglich. Sie sucht das Buch Alice im Wunderland. Ich überlegte kurz, ob ich den Schlüssel einfach so nehmen sollte. Wäre es nicht besser, Alices Mutter um Erlaubnis zu fragen? Aber vermutlich wäre es ihr egal gewesen. Sie verstand ja nicht mal, dass sich in ihrem Haus ein schreckliches Monster aufhielt. Letztendlich entschied ich mich, ihr nichts zu sagen. Schon alleine, um nicht zu riskieren, dass sie es mir doch verbieten würde. Okay, Tulpentürschlüssel oder Tulpenschlüssel erhalten. Gut. Hier ist sonst nichts möglich. Untersuchen. Ein Schachbrett. Da liegt eine Märchensammlung liegt auf dem Tisch. Daneben steht eine angebrochene Wasserflasche. Und hier ist ein kleiner Holzschrank. Den machen wir natürlich auch noch auf. Alices Mutter würde es sehen. Okay, dann machen wir den nicht auf. Egal, wohin das Auge schaut. Dort draußen ist nichts als Finsternis. Okay. Machen Sie es mal gut, Frau Thalberg. Ich gehe wieder.
Die Musik ist auch großartig gewählt. Ich weiß nicht, ob derjenige die selbst macht. Gibt's ja auch viele, die das machen. Oder ob er einen Freund hat, der das macht. Oder ob das zufällig, ja, ob das einfach nur ausgesuchte Stücke aus dem Internet sind. Aber finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Der Tulpenschlüssel wird nicht mehr benötigt. Nein, weg damit. Keinen unnötigen Ballast mit dir herumtragen. Ein langer Gang. Jumpscare. Nein. Ein einfacher Holzschrank. Ja, wie immer. Eigentlich brauche ich mir das gar nicht mehr angucken. Untersuchen. Der Schrank ist leer. Das ist ja merkwürdig. Die Tür ist verschlossen. Und die hier? Die nicht. Okay. Oh, crap. Da ist wahrscheinlich niemand hinter. Entschuldigung. Hinter dem Vorhang der Badewanne ist eine Silhouette zu sehen. Das ist nicht möglich. Da ist niemand, wetten? Eine Puppe. Niemand wäre mir irgendwie lieber gewesen. In der Badewanne steht eine große Holzpuppe. Das ist creepy. Ein einfaches Waschbecken mit einem kleinen Spiegel. Ein Klo. Die Toilette sieht sauber aus. Ja, wenigstens ist das hier nicht so abgeranzt. Ein leerer Mülleimer aus Kunststoff. So, das ist wirklich, als würde hier jemand wohnen, aber ein Kunststoffschrank. Ich möchte mich eigentlich nicht mit dem Rücken zu dieser Puppe drehen. Das gefällt mir nicht. Im Schrank befinden sich Handtücher und Waschlappen. Kann ich die irgendwie benutzen? Das ist nicht möglich. Kann ich die drücken? Niemand will sich von mir drücken lassen. Das ist ja schon immer fies. Warum stellt man eine Holzpuppe in die Badewanne? Auf dem Bild ist ein düsterer Friedhof zu sehen. Hübsch! Wow, was bist du denn? Eine Fuchsmaske oder ein Wolf oder sowas? Der große böse Wolf? Ein Kaninchen wäre ja eigentlich passender. Ein einfacher Holzschrank. Bla bla. Der Schrank ist viel zu schwer. Ja, ich möchte ihn auch öffnen. Und ich kann mir nie die Tasten merken. So. Papier oder sowas. Im Schrank liegen mehrere Stapel Papier. Irgendwas nehmen? Nein. Was bist du? Das ist nicht möglich. Okay, was bist du? An der Wand befindet sich ein grinsendes Katzengesicht, natürlich, aus Gold. Die Augen wurden anscheinend rausgenommen. Vielleicht kann ich einen Augenersatz finden. Gib mir deine, Alice, Emily. In der Dunkelheit brauchst du sie nicht mehr. Aber ja, auf dem Tisch liegen zwei Briefe vom Finanzamt. Können wir die nicht lesen? Das ist nicht möglich. Dafür ist der Tisch zu schwer. Pipapo, okay. Augen. Wir brauchen Augen. Auf dem Regal befinden sich unzählige Bücher. Da lag irgendwas im Gang. Eine Vitrine. Was haben wir denn hier? Der Tisch ist mit Notizzetteln und Entwürfen bedeckt. Anscheinend schreibt hier gerade jemand eine Geschichte. Wahrscheinlich die, in der wir uns gerade befinden. Eine einfache Kommode. Bla bla. Hier ist eine Vitrine. Aha, eine Vitrine, in der sich unzählige Bücher befinden. Im unteren Fach liegt ein roter Edelstein. Kann ich die nicht öffnen? Die Vitrine ist verschlossen. Vielleicht lässt sie sich mit einem Hilfsmittel öffnen. Wahrscheinlich muss ich dieses Hilfsmittel erst finden. Ein Schlagstock wäre geil. Dann könnte ich die Glasscheibe nämlich einfach kaputt machen. Da liegt was. Den Schrank machen wir mal auf und untersuchen. Im Schrank befinden sich Keramikteller und Tassen. Brecheisen. Mit dem Brecheisen können unter anderem bestimmte Kisten geöffnet werden. Oh, okay. Wir hatten irgendwo eine. Da war der Deckel nicht ganz fest. Ne? Aber wo das jetzt war, weiß Gott. Ich probiere es mal hier mit dem Brecheisen. Vielleicht geht das ja auch. Brecheisen. Und benutzen. Das geht, natürlich. Untersuchen. Roten Edelstein erhalten. Das ist wahrscheinlich eins der Katzenaugen. Einer der Augen. Eines der Augen. Die Tür ist verschlossen. Okay. Ja, dann muss ich jetzt diese Kiste wiederfinden. Das kann ja nur... Hier kann das nicht gewesen sein. Weil das ist etwas länger her, dass ich die gefunden habe. Aber ganz so viele von diesen kleinen Kisten gibt es ja, glaube ich, auch gar nicht.
War hier noch irgendwas? Da ist eine Kiste. Kann man die... Eine einfache Holzkiste. Aber ich glaube, die kann ich nicht... Nein. Okay. Das ist auch nur für das Rätsel gewesen. Fürchte ich. Gucken wir mal hier. Da war die doch, oder? Ja. Ha! Nice. Untersuchen. Teelicht erhalten. Ein Teelicht. Ja, dann machen wir uns einen leckeren Earl Grey Cup of Tea. War hier noch irgendwas, war das hier zu dunkel? Ein Regal. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Kann ich hier ein Teelicht hinstellen? Eine einfache Holzkiste. Nein, das ist nicht möglich. Kann ich hier ein Teelicht hinstellen? Aber das bringt mir ja nicht... Doch, ich habe ein... Ah, warte mal. Kann ich das kombinieren? Inventar. Zündhölzer anlegen. Mit dem Teelicht kombinieren. Das ist nicht möglich. Eine kleine weiße Kerze in einer Aluminiumschale. No shit! Aber schön, dass sich jemand die Mühe macht, ein Teelicht auch zu übersetzen. Das finde ich interessant. Ich speichere übrigens mal. Notizen. Steuerung und... Ach, da wäre die Steuerung auch nochmal gewesen. Habe ich ja am Anfang irgendwie so ein bisschen Probleme mit gehabt. Kann ich das Teelicht hier hinstellen? Nein. Kann ich das hier irgendwo hinstellen? Nö. Hatten wir noch einen Raum, der zu dunkel für irgendwas war? Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie interessant ist, da im Regal irgendwas noch zu sehen. Da werden wahrscheinlich wieder Bücher drin liegen, wie immer. Also ich habe ein Teelicht erhalten. Wahrscheinlich. Wenn, dann wird es wahrscheinlich im neuen Bereich irgendwas sein. Die Tür ist verschlossen, genau. Gucken wir mal. Das dürfte nichts bringen. Wir können ja mal das Katzenauge einsetzen. Vielleicht bringt es ja dann auch schon was. Roter Edelstein. Ja. Ein roter Edelstein wurde eingesetzt. Ich habe mir fast gedacht, dass das geht. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ha! Da ist doch noch eine Tür. Die sieht man teilweise so schlecht. So, was haben wir denn da? Das ist nicht möglich. Ich möchte es auch untersuchen. Auf dem Zettel steht in Kinderschrift: Lass den Ballon bis zum Ende des Himmels fliegen. Dann kommen die Sternschnuppen und zeigen dir, wo der Schatz liegt. Ach du Scheiße. Ein Rätsel. Auf dem Regal liegen Kinderbücher und Spielsachen. Auf dem Tisch liegen Spielsachen. Ein Bild von einer Nachtlandschaft wurde an die Wand gemalt. Kann ich den Ballon nehmen? Auf dem Brett vor dem Bild steht ein kleiner Ballon, in dessen Korb sich eine runde Vertiefung befindet. Ja, kann ich den benutzen? Das ist nicht möglich. Kann ich den öffnen? Nein. Ziehen? Auch nicht. Ah! Ich weiß. Ein Ballon braucht... Genau. Das Teelicht wurde in den Ballon gestellt. Und jetzt brauchen wir noch die Zündhölzer, um den anzumachen. Schönes Rätsel. Gefällt mir. So, und jetzt fliegt er. Das Teelicht im Ballon wurde angezündet. Und jetzt fliegt er nach oben. Und da kommen die Sternschnuppen. Das ist ja interessant. Und dann öffnet sich hier was. Roten Edelstein. Haha, ich bin so gut. Ich glaube, ich speichere das nochmal. Wer weiß, was jetzt passiert. Das ist nicht möglich. Nein, das ist natürlich nicht möglich. Wir brauchen den roten Edelstein nochmal. Der rote Edelstein wurde eingesetzt. Ach, da drunter. Rosenschlüssel. Tata. Die war ja auch hier vorne. Irgendwo. Da! Wieso laufe ich vor dem weg?
Der sah doch normal aus. Ich verschloss hastig die Tür und ließ den Schlüssel stecken. Das musste der Mann gewesen sein, von dem Selina gesprochen hatte. Ich wusste, wie dumm es war, einfach so vor ihm wegzulaufen. Wahrscheinlich war das wirklich nur Alices Vater, aber nachdem ich dieses Monster gesehen hatte, war ich vorsichtig geworden. Und sein Blick war so kalt und zornig. Er hatte nicht mal versucht, mit mir zu reden. Du hast ihm auch keine Gelegenheit gelassen. Nein, diesem Mann durfte ich nicht trauen. Ach du Scheiße. Okay, nee, Moment. Wo war die Rosentür? Unten. Hier. Eine von denen, glaube ich. Der Rosenschlüssel wird nicht mehr benötigt. Weg damit! Meine Fresse, was für ein Anwesen. Die Tür ist verschlossen. Okay. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist auch verschlossen. Super, einfach nur ein Gang zum Durchgehen hier. Die Musik wird ekelhaft. Eine einfache Holzkiste. Kann ich die öffnen? Benutzen. Nein. Die Tür ist zu. Tja, dann bleibt ja nur noch die. Ach du Scheiße, was ist denn das? Als ich den kleinen Saal betrat, fiel mir sofort dieses große, unförmige Ding auf. Die Masse lag vor einem Durchgang und rührte sich nicht. Sie roch sehr streng nach Aas. War es tot? Ich wusste, dass es in meiner Situation eigentlich keine gute Idee war, neugierig zu sein, aber ich wollte sicher gehen, dass von diesem Ding keine Gefahr ausging. Da! Es ist nicht tot. Oh, das ist eine Raupe. Mhm. Du brauchst keine Angst zu haben. Hab ich aber. Das Wesen fing an zu reden. Ich fresse nur was das, was tot ist. Du möchtest hier doch weg. Das will ich. Jetzt rede ich schon mit einem Monster. Man muss das nehmen, was man bekommt, solange das Monster dir helfen kann. Ich möchte hier auch nicht sein an diesem grellen Ort, aber der unerträgliche Hunger hat mich hergetrieben. Bring mir etwas zu essen, einen saftigen Braten, dann werde ich dir sagen, wie du aus dem Haus entkommen kannst. Einen saftigen Braten. Du traust mir also nicht. Nicht wirklich, nein. Dann verrate ich dir schon etwas. Du kannst das Haus nicht einfach durch die Eingangstür verlassen. Das Haus befindet sich im Moment in einer Welt zwischen den Welten. Du kannst nur dann entkommen, wenn du vorher dafür sorgst, dass das Haus wieder in deine Welt zurückkehrt. Aber warum? Wer hat das getan und wie? Mehr sage ich erst, wenn meinen Hunger gestillt habe. Also gut. Einen leckeren Braten. Na, den würde ich ja wohl irgendwie auftreiben können. Beim nächsten Mal. Bei Alice. Zu Hause. Im Haus zwischen den Welten. Irgendwo. Bis dahin, eure Säcki. Tschüss.